Anna gibt nicht auf. Sie glaubt an mich, glaubt an uns. Und das aus gutem Grund. Tausende Kilometer Schienen hinter uns und endlich nähern wir uns Novosibirsk, einer toten Stadt, in der die Hoffnung für ihr Leben verborgen ist. Für das Medikament, das sie retten könnte. Irgendwo in ihrem kalten, verstrahlten Herzen. Vor einem Jahr verließen wir die vergifteten Ruinen Moskaus. Und jetzt stehen wir vor einer weiteren Stadt, die von Winter und Strahlung fest umklammert wird. Werden wir jemals an der Oberfläche einen Ort zum Leben finden? Vielleicht. Doch zunächst kehren wir in die Metro zurück, um Anna zu retten. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Metro Exodus. Hier droht es wirklich wahrscheinlich das von vielen. 7514. Warum steht da noch zwei Nullen? Oh! 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 Okay. Oh, wird mir gleich kalt. Oh! Heftig. Was Alter. Sagt man dazu? Wir sind in Novosibirsk. Ich hoffe, dass wir hier nicht wieder auf irgendwelche Verrückten treffen. Die Brücken sind unbeschädigt und die Strahlung steigt wie verrückt an. Ich denke, dieses Mal gibt es keine Verrückten. Die Häuser sind auch unbeschädigt. Sam, wie sieht's mit der Strahlung aus? Was sind sie? Achtmal höher als in Moskau und weiter steigend, Oberst. Ich würde sagen, wir bleiben nicht zu lange draußen. Komplett rot. Alter. Bist du bereit, Artyom? Nein! Mir nach. Fass mal da an, los, trau dich. Oh. Oh, wo sind die jetzt? Die Lage scheint hier komplexer zu sein als Oh! Wir. Aber die Zeit ist knapp. Das ist ja Gott. Daher probieren wir es auf dem direkten Weg. Wir müssen den Plan überdenken. Yermak! Wir nehmen die Aurora nach Süden zur Verladestation Sibirskaya. Stepan! Das Sam, Idiot und ich kümmern uns um das Institutsgebäude in Akadem Gorodok. Unterwegs starten wir dem Eisenbahnmuseum einen Besuch. Alyosha! Vielleicht gibt es dort etwas für die Aurora. Die Aurora bewachen. Gut, Artyom und ich werden das Hauptgebäude des Instituts durchsuchen. Die Strahlung ist hier viel zu hoch. Daher versuchen wir, durch die Metro dorthin zu gelangen. Tja, legen wir los. Viel Glück, Spartaner. Viel Glück. Ja, ich will jetzt nochmal ganz kurz gucken, ob hier die Gleisen aufgehört haben, so ganz zufällig. Ja, es ist ja so gut wie. Ja, doch, also. Oh. Das Ding laut. Hals und Beinbruch, mein Freund. Das wäre schlecht. Ich kenne dich ja, also lass dich da draußen nicht zu irgendwas hinreißen. Ha! Ich traue mich, ja? Hä? Er hat die auch offen. Nee, doch. Nee, hä? Hast du einen Einsatz, um Tante Anna zu retten? Oh. Ja. Kannst du bitte auf sie aufpassen, bis Artyom und ich zurück sind? Bitte? Na klar. Teddy und ich werden sie bewachen. Hilfst du mir, Teddy? Gefreiter Teddy, Auftrag angenommen. Hä? Alter, ist das dunkel? Psst. Sie schläft. Geht ihr jetzt? Ja. Ich hoffe, wir schaffen es rechtzeitig. Anna ist stark. Sie wird auf euch warten. Definitiv. Kommt nur zurück. Danke, Katja. Komm rein, Artyom.
Verschwinde, Fordy. Der Anfall ist zu Ende. Ich habe alles gedacht. Damit du dir keine Sorgen machen musst. Der Puls ist kräftig. Sie ist nur erschöpft. Vermutlich wird sie bis morgen schlafen. Ja, ja, wo fährst du hin? Dich zu sehen, wäre für sie die beste Medizin. Du hörst dann, als ob du eine Maske aufhast. Den Kampf gewinnen. Komm nur zurück. Ich glaube, da haben sie vergessen, die Maske aufzusetzen. Viel Glück. Ja. Ihre Ausrüstung, Herr Oberst. Vielen Dank. What? Wo kriegt der sowas Arthur. Und ich? Das hier ist nicht Moskau, wo du monatelang draußen herumlungern kannst. Wer weiß, welche Monster hier leben. Daher überleg dir gut, was du mitnimmst. Ach so. Ich warte am Auto auf dich. Deck dich ein, Artyom. Ich habe deine Waffen gereinigt und alle übrige Munition und Ressourcen hier reingetan. Du wirst sie brauchen. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Die auch. Fall und Bomben brauche ich hier nicht unbedingt, denke ich mal. Da würde ich lieber hier das. Genau, das Pumpgewehr. Das hier halt mitnehmen. Ich denke mal, da ist das hier dann doch schon so ein bisschen besser. Ich weiß ja, ob es so ist, aber ich denke mal. Weil die kann ich jederzeit herstellen. Die Munition. Mit ihm oder darauf. Oder und. Sind Sie bereit? Sind wir. Also, Artyom. Das ist deine Chance. Unsere letzte Chance, Anna zu retten. Wir müssen sie nutzen. Ah, ja. Auf. Achso, nee, ein. Oh, hey, wie kommen wir jetzt hier runter? Das will ich jetzt sehen. Ach, geil. Okay, ich sehe schon. Oh, vorsichtig hier runter. Vorsichtig. Vorsicht. Ich überwache die Straße. Wir sind jetzt Ihre letzte Aufgabe. Oh, weia. All diese Waggons, die hier festsitzen. Eine fehlgeschlagene Evakuierung, nehme ich. Wir sollten versuchen, auf den Platz hinter dem Bahnhof zu gelangen. Da müsste der Eingang zur Metro sein. In Ordnung. Wir können den Wagen nicht zurücklassen. Wir brauchen ihn für den Rückweg. Also, auf geht's. Mach dein Licht an. Alter, mach dein Licht an. Ja, Frau Seisee, ich habe nichts gesehen. Und wie findest du die Reise zu deinem Traum? Wünschst du dir, dass wir nie aufgebrochen wären? Das sehe ich. Naja, lass uns diese Gefühle für den Moment einfach mal beiseite legen, Artyom. Das kriegen wir hin. Ich glaube, da könnten wir durchkommen. Festhalten!
Auto geht sowieso kaputt. Boah, knall, knall. Ach, da. Treppe hoch. Natürlich bei dem Schnee hier. Wir haben Slicks drauf, das Bad. Das, okay, es geht zu leicht. Es geht wirklich zu leicht. Also das ne. Never ever würde das. Oh. Die Armee ließ den Verkehr blockieren und die Stadt wurde mitten während der Evakuierung getroffen. Das ist aussteigen. Opa. War schön, dich gekannt zu haben. Ich bin mal gespannt, was mit ihm passiert. Hier kommen wir definitiv nicht in die Metro. Zu viel Schnee. Wo ist zu viel Schnee? Hey, da ist alles frei. Übernimm das Steuer, Artyom. Also gut. Achso, jetzt macht das automatisch. Ist der Eingang zur Metro ganz in der Nähe. Auf dieser Straße müssten wir ins Stadtzentrum kommen. Nimm die. Aber halte weiter die Augen offen. Vielleicht gibt es auch unterwegs schon einen Eingang zur Metro. Oh, so viel Schnee. Und der Sturm wird jede Minute heftiger. Muss ich jetzt wirklich drauf achten? Die Gebäude sind intakt, aber die Stadt ist tot. Meinst du nicht, dass Moskau besser war? Hm? Verdammt, also gut. Fahr direkt durch den Hof. Etwas anderes bleibt uns nicht übrig. Hier, der Hof zur Linken. Nicht so hektisch. Wenn wir stecken bleiben, sind wir erledigt. Vorsichtig, Artyom. Vorsichtig. Soll ich jetzt hier einfach drüber fahren? Weil hier stecken wir fest. Eigentlich, okay. Das Wetter wird immer schlimmer. Genau wie die Strahlung. Oh, hier können wir nicht bleiben. Hört uns den Wagen auf, Archer. What? Hä? Achso. Da lang? Über den Weg müssten wir wieder zur Hauptstraße kommen. Verdammt! Noch ein Haufen Autos! Hier scheint ein Panzer durchgefahren zu sein. Oh Gott! Das war's wohl mit dem Wagen. Jetzt müssen wir zu Fuß weiter. Und wir müssen uns beeilen. Die Strahlung steigt an und die Filter halten nicht mehr lange. Tschüss, Auto! Na los, auf geht's! Wir müssen uns beeilen, sonst sind wir erledigt. Wir nähern uns einer großen Kreuzung. Der Eingang zur Station müsste rechts dahinter sein. Aufpassen, der Schnee ist tief. Noch keine Schneestapfen. Cool. Ich hatte es mir ein bisschen schöner vorgestellt, also das ist jetzt nicht so, wo ich sage, oh! Das ist eher so, ich sag dazu nichts. Ich mach mal. Oh, endlich sind wir da.
Jetzt müssen wir den Weg ins Stadtzentrum finden. Durch den Waggon. Ich helfe dir, ihn zu öffnen. Oh. Lass uns das machen. Wir machen es, klar. Siehst du doch. Er läuft durch. Überall Skelette. Die liegen schon mindestens 20 Jahre hier. Lass uns weitergehen. Die Augen offen halten. Die tun uns nichts mehr. Die Überlebenden aber vielleicht schon. Wir sind bei. Wir müssen zur Station am Leninplatz. Das Institut ist nur einen Steinwurf von dort entfernt. Die Metro ist hier nicht sehr tief und durch die starke Strahlung haben die Menschen hier vermutlich nicht lange durchgehalten. Hier unten ist es etwas sicherer. Da oben haben wir allerdings mindestens die dreifache Dosis abbekommen. Die Tunnel, das ist ja genau wie zu Hause. Wir sind hier ganz in unserem Element. Ich hab Angst. Was sagt man dazu? Wir können die Luft hier atmen. Jetzt ernsthaft? Boah, das war eklig. Hier unten dauert es auch schon wieder. Schon wieder Mutanten. Die haben es auf uns abgesehen. Tja, sollen sie es doch versuchen. Ja. Oh. In den angrenzenden Tunnel gelangen. Das war jetzt nicht so schwer. Oh. Oh, ist das eklig. Oh, es quietscht. Boah, ist das hell. Geil. Boah, ist ganz schön hell. Ja, weiter. Sind wir fertig? Ich persönlich würde sagen ja, aber er sagt doch nichts. Er guckt mich nur komisch an. Aber... Oh nein, der ist nicht verbuggt, oder? Komm, Leute. Der ist doch jetzt nicht wirklich verbuggt. Okay, geht. Wie auch immer, lass uns später darüber reden. Okay, machen wir das.
gut. Ich hoffe sehr, dass er gleich hinterherkommt. Okay. Darauf habe ich jetzt vertraut. Aber vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, gebt doch noch rum und schreibt in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Tschüss.